Yo, herzlich willkommen, wir sind hier wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Ihr wisst, wir haben das jetzt mal bei den anderen Brunnen gestartet, weil wir heißes Quellwasser wollten. Ja, aber ich habe etwas vergessen. Erstens, es reicht zwar zeitmäßig dorthin zu kommen mit dem heißen Quellwasser, aber das bringt uns so gesehen eigentlich nicht viel. Denn wir brauchen das heiße Quellwasser woanders. Ich habe jetzt einfach mit dem Wasser mal hier die Quelle freigeschaltet. Da ist oben ein Eisklotz auf dem Loch. Und ja, dann kommen wir halt einfach schneller mit dem heißen Wasser dorthin. Ich habe das jetzt auch, ich hatte es aufgenommen, habe das aber auch mit Absicht weggelassen, weil das eigentlich mehr oder weniger nur Rumgefehle war und das wollte ich euch gar nicht erst antun. Und deswegen gehen wir jetzt auch gleich mal da runter. Weil hier gibt es einen etwas größeren Schneebrocken und da finden wir jemanden drin. Oh mein Gott, ein uralter Gurune. Ihr wisst ja, das kleine Kind schreit die ganze Zeit, weil der Älteste, also sein Papa, Opa, whatever, weg ist. Und das ist anscheinend der liebe Herr und deswegen wollen wir den netten Herrn mal auftauen. Ja. Ach, wo bin ich? Das ist schon so spät, ich muss mich beeilen. Ach, wo bin ich? Oh, du bist der Marini. Aber du bist ja nicht tot, halluziniere ich etwa. Vielleicht bist du doch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich würde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich, ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion, gleich bist du verschwunden. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst. Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich. Oh, gib mir mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Krubbel, krubbel, krubbel. Damani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Du mein Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft. Mit diesen Klängen in den Schlaf, lausche den Klang meiner Trommel. Diese Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Ey, der hat echt viel Stil. Stil, Alter. Reggae, Reggae, woo! Dum, dum. Lass mich noch einmal spielen. Wie ging doch diese Melodie? Zitter, 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 alter Mann. Sorry, ich bin gerade an mein Mikro gekommen, weil ich mich gekratzt habe. Okay, wäre cool, wenn du es mal gebacken. Ach ja, etwas so. Okay, bringt so viel. Es hat keinen Sinn, ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nur den Anfang beibringen. Okay, dum dum dum, dum dum dum. Okay, das können wir uns merken, denke ich. Jo, komm schon, alter Mann. Wir haben nicht viel Zeit. Ich kann nur begrenzt aufnehmen. Ups. Jo, so viel zu. Ich kann nicht. Ihr habt nicht viel Zeit. Jo, läuft, Tom, komm, komm, hopp, 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 hopp. Dum dum. Okay, läuft. Wir haben das Schlummerlied Intro bekommen. Yeah, Intro, yeah. Okay. Spielen, spielen, spielen. Das können wir jetzt gut. Okay. Du hast das Schlaflied in Royaland. Es gleicht deinem beruhigenden Gesang deines bedächtigen Vaters. Kratzen, kratzen kann. Ich habe das Lied nicht vergessen. Ich kann bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall erzähle ich auf dich. Okay, erzähl auf uns. Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den netten kleinen Goronsohn und bringen ihnen das bei. Lass mich in Ruhe. Du Hure! Ich bin stärker als du. Ich bin ein G-G-G-Gerone. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den netten kleinen Jungen runter und spielen ihnen ein Schlaflied. Zumindest das ein Intro. Ja-dong! Jo. Komm schon. Jedes Mal müssen sie die Cutscene auch nicht zeigen, dass die Tür hochgeht. Ich meine, so schlimm ist es doch dann auch nicht. Oh, es tut ein Schreikrampf. Hat, 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 hat. Ah, lass mich hier durch. Lasst mich hier durch. Ich musste zu Enkel oder irgendwie Verwandten. Okay.
Rein da. Okay, Mann. Oh, scheiß vereister Teppich. Whatever, ich komme. Boom. Yeah, Speedmix. Okay, gleich geschafft. Komm schon. Dieses Lied, mein Papa hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe dir den nächsten Teil. LOL. Ich werde die nächste Strophe singen. Boah. Okay, läuft. Der Hosenmatz, ey, das ist so bitter. Oh Gott, nein, ey. Okay, jetzt haben wir es komplett. Läuft. Ja, da klopft gerade jemand an meine Tür. Du kannst reinkommen. Ich nehme zwar auf, aber egal. Ja, ich komme gleich. Jo, Und sie lässt natürlich die Türsperrwange weit offen. Na, da. Oh. Ja. Jo, jetzt ist das kleine Kind am Eindämmern. Es ist so, als wäre Papa hier neben mir. Okay, wir haben ihn erfolgreich eingeschläfert. Gerade das, was hier reingekommen ist, das war meine Mutter. Es gibt bei mir gleich Essen. Und die hat natürlich die Tür gleich sternhagelweit offen gelassen. Also ich habe das Gefühl manchmal, dass die auf dem Bau aufgewachsen ist, dass es bei der keine Türen gab. Das Schlummerlied-Intro wurde zum goronischen Schlummerlied. Diese Weise hüllt den Lauschenden in sanften Stille, während seine Augenlider schwerer werden. Yay! Wir haben jetzt einfach mal alle Geronen damit eingeschläfert. Das wirkt für alle Geronen einschläfernd. Die Geronen schlafen ein, sobald sie geronische Schlummerlieder hören. Wie praktisch. Ja. Wirklich sehr praktisch. Und jetzt sehen wir auch, jetzt sind hier wieder die Fackeln an. Ich weiß nicht, können wir das ausprobieren? Ich weiß es gar nicht. Wir können mal kurz ins Inventar. Yay, Legscreen. Wir könnten es mal ausprobieren, die Fackeln anzuzünden, aber ich glaube nicht, dass es schon geht. Aber ich meine, versuchen kann man es ja. Probieren geht über Studieren. Wie heißt es so schön? Fackel hier, Fackel da, Fackel bla bla bla. Okay, wir haben erfolgreich, obwohl ich es gar nicht wollte, hier den Stab kaputt gemacht. Das passiert mir häufiger, dass ich Stäbe kaputt mache. Hahaha. Ironie off. Für die Fackel reizt noch, komm schon. Yay, wir haben erfolgreich unseren. Ah! Mach den Stab aus, böser Junge. Okay, nächste Fackel, aber ich glaube, die oberen gehen schon wieder aus, deswegen. Und die nächsten zwei Fackeln und die nächsten zwei, aber ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Ich glaube, dafür brauchen wir später noch ein spezielles Item, um die alle anzumachen. Mann! Manchmal hasse ich die Steuerung in diesem Spiel. Yay, die FPS scheint gerade wieder enorm runterzugehen. So hört sich zumindest an. Komm, geh da hoch. Alter, bist du behindert? Bist du behindert, Junge? Ja, die oberen sind schon wieder aus. Das schafft man so noch nicht. Leider. Weil hier sieht man es, die sind schon alle wieder ausgegangen. Da kann man jetzt zuschauen, wie sie ausgehen. Das machen wir dann ein anderes Mal auf jeden Fall. Ich denke, ihr wisst jetzt, was ich auch vorhabe. Wir werden nämlich nochmal... Sollen wir laufen oder fliegen? Ich glaube, wir laufen.
Oder komm, wir fliegen. Müsste schneller gehen, hoffe ich. Jo, fliegen. Sieben fliegen, hinter fliegen, wenn fliegen. Okay. Pickhimberia wollten wir gehen. Weil wir haben ja gerade. Oh, wir haben Flügel am Arsch. Sehr geil. Nee, wir haben ja gerade gemerkt, dass wir mit dem Lied jegliche Goronen einschläfern können. Und wir haben da oben ja einen großen Goronen sitzen, soweit ich das richtig beurteilt habe. Und deswegen würde ich sagen, einfach zack, das Lied ging. Jo, so ist es richtig. Und jetzt schläfern wir da oben den fetten Goronen ein, wenn das gut klappt. Das wäre sehr cool. Vielleicht müssen wir auch näher ran. Aber, anscheinend. Oh ja, da wird der Dicke müde. Oh ja. Oh ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Also ich frag mich, wie den seine Mutter aussah, dass sie so ein Riesenkind rausgebracht hat. Ich will auch gar nicht wissen, wie Goronen insgesamt entstehen als Kleinkinder und als Babys und so weiter und so fort. Aber ihr seht jetzt, jetzt haben wir hier den Weg freigeräumt und können da ganz gemütlich, okay, bis auf ein paar kleine Schneebällchen, die uns umbringen wollen, können wir den eigentlich zerschlagen? Ja, können wir. Bis auf ein paar kleine Schneebällchen, die uns den Weg versperren wollen, können wir da jetzt relativ gemütlich rüberlaufen, weil wir nicht mehr von einem stinkenden Atem abgehalten werden. Au. Ja, roll du über mich drüber, danke, sehr freundlich. Dann gehen wir nämlich jetzt mal Richtung da hoch, noch. Einfach hier so... Kommt schon, kommt schon. Ja, ja, meine Freunde, ich weiß, ihr habt mich sehr lieb. Huhuhu. Bam. So fightet man als Gorone. Yeah, so macht man Erdbeben und so weiter und so fort. Ich würde sagen, aber das reicht dann auch wieder für die Folge hier. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ciao.